Aibo, what do you do? Willkommen zu einer neuen Folge Hau ihn raus. Und zwar haben wir heute 5 Männer gegen eine geheime Frau. Ich bin ein Mann. 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 Einer von ihnen ist eine Frau. Schafft die Gruppe es, die Frau zu entlarven, gewinnt die Gruppe als Ganzes. Schaffen sie es nicht und die Frau kommt durch, gewinnt die Frau diese Folge. Ich heiße David, bin 22 Jahre alt und komme aus Frankfurt. Ich bin der Matej, bin 19 Jahre alt, komme auch aus Wiesbaden, bin Rumäne. Ich bin der Ali, 23 Jahre alt und ich komme aus Hanau. Ich bin der Musti, bin 24, komme aus Frankfurt, bin halb Türke, halb Grieche. Ich bin der Robin, ich bin 24, ich bin Deutscher und ich komme aus Hanau. Ich bin der Janek, ich bin 24 und ich bin Pole, aber komme aus Köln. Ich streue jetzt mal ein paar Fragen einfach rein. Es sind ja alles Männer hier. Dann würde ich mal gerne wissen, was die 3 Dinge sind, auf die ihr achtet, wenn ihr eine Frau das erste Mal seht. Nummer 1 beginnt. Ausstrahlung, Intelligenz und Integrität. Okay, Nummer 2 weiter. Auf die Schuhe, ganz wichtig, die müssen sauber sein. Auf ihr Lächeln und wie man sich halt so versteht. Bei mir ganz klar, auf jeden Fall Nummer 1, Hygiene. Hygiene ist safe. Ich bin auch Mensch, guck auf den Geruch und alles, also wie die Person riecht. Und auch das Lächeln natürlich. Okay. Ich gucke auf jeden Fall äußerlich immer auf die Lippen, Zähne, schöne Beine und die muss gut riechen. Ich achte darauf, dass eine sportliche Frau ist, bodenständige Aura und ein bisschen Selbstbewusstsein. Ich achte darauf, Gesicht. Gesicht ist sehr wichtig, schönes Lächeln, Augen und ja, Körper kann man trainieren, kann die mit mir zum Sport. Okay, dann streue ich noch eine Frage rein, okay? Geht ihr gerne feiern? Und wenn ja, hattet ihr jemals in eurem Leben einen One-Night-Stand gehabt? Ich bin ein Mann Gottes, ich mache sowas nicht. Sehr gut. Ich bin verheiratet, ich habe eine Frau, ich mache auch sowas nicht, ich feiere nicht. Feiern auf jeden Fall. Ich bin ja auch Veranstalter, ich mache Partys in Frankfurt. Und One-Night-Stand, ja. Ja. Ich gehe auf jeden Fall feiern. Wenn ein Kollege oder so eine Veranstaltung hat, wenn man eingeladen wird, gehe ich gerne. Dann hat man die ganzen Jungs unter sich. Und One-Night-Stand kommt auch mal vor, auf jeden Fall. 4 kommt auch mal vor? Also du hattest öfters One-Night-Stands gehabt, oder? Ja, kommt mal vor. Wenn man in einer anderen Stadt ist oder so, dann ist man frei. Okay, okay, ja. Ich gehe ab und zu gerne feiern und One-Night-Stands. Nicht oft, aber ab und zu auch, ja. Bruder, soll ich ehrlich sein? Meine Freundin schaut zu, aber ja, schon öfter. Es ist halt jetzt nichts, was einem jetzt großartig was bedeutet. Ich hoffe, meine Freundin nimmt mir das auch nicht zu übel. Gut, dann würde ich sagen, wir haben genug gehört. Machen wir die erste Voting-Runde. Ich werde die Nummer sagen. Wenn ihr denkt, dass die jeweilige Nummer die Frau ist, hebt ihr die Hand. Und derjenige mit den meisten Stimmen wird rausgevotet. Was sagst du, dass du als erstes rausgeflogen bist? Was war da los? Also ich meine, es ist wirklich crazy. Ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach kurze Antworten gegeben habe. Gerade zum Thema Feiern gehen, habe ich, glaube ich, nicht das gesagt, was die meisten erwartet haben bzw. hören wollten. Und ich glaube, es zeigt einfach nur, dass sie ein bisschen mehr Gott in deinem Leben brauchen. Also ich meine, hier waren schon crazy Antworten, muss ich ehrlich sagen. Gerade zum Thema One-Night-Stands und so. Deswegen eigentlich froh darüber, dass ich gleich von einem Verein raus bin. Ich muss euch sagen, dass Nummer 1 es leider nicht war. Also die geheime Frau ist immer noch unter euch. Die eine Frage so für die ganze Gruppe. Ich habe eine Frage, ja. Speziell jetzt hier an meinen linken Nachbarn. Du gehst ja gerne feiern, hast du gesagt. Nimm mir mal 3 Biersorten. Wer trinkt denn Bier, wenn man feiern geht? Also meine Jungs und ich trinken alle immer Bier. Also ich trinke meistens ganz klassisch Wodka eh. Ansonsten eigentlich alles, was mit Wodka zu tun hat, nehme ich auf. Aber so Bier oder so habe ich noch nie getrunken im Club. Also kannst du nicht mal 3 Sorten nennen? Krombacher. Bier ist crazy. Corona und Desperados. Tequila Bier ist auch Bier. Aber ich habe auch noch eine Frage. Ja. Und zwar, wenn ihr so ein Date habt mit einer Chaya, so beim zweiten Date, rasiert ihr euch oder nicht? Wann rasiert ihr euch am häufigsten? Ich bin immer fresh, sagt ihr ehrlich. Immer fresh? Immer. Wer war das jetzt? Nummer 2. Okay. Die anderen? Bro, das gehört zur Pflege. Immer rasieren, bro. Egal ob Freundin oder nicht, gehört dazu. Okay, Nummer 4? Auch immer, aber einfach fürs Gefühl. Ja, natürlich untenrum immer. Ich habe eine Freundin. Am häufigsten so? Bruder, keine Ahnung. Immer kurz vorm Date oder so? Auch nee, ich habe eine Freundin. Immer. So, ich wohne mit ihr zusammen. Immer. Nummer 2, hast du eine Freundin? Ich? Nein. Warum rasierst du dich dann jeden Tag? Oder immer fresh, habe ich gesagt. Nicht jeden Tag, aber immer fresh, Bruder. Das Hygiene, Bruder. Ist doch wichtig, oder? Sehr wichtig. Ja, schon. Oder wie ist bei dir? Unten. Dschungel. Bruder, ich sag dir so einmal die Woche vielleicht.
Aber auch nur vielleicht, aber wenn ich Date habe, immer. Dann immer, wenn ein Date ist, dann immer clean. Jeden Tag schon heftig. Das ist krass. Bruder, jeden Tag, das ist schon hart, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann Nummer 5 hatte noch eine Frage. Wie ist es, das weiß nur ein Mann, wie ist es mit einem, wie soll ich das freundlich ausdrücken, mit einem irrigierten Penis zu pinkeln? Im irrigierten Zustand kommst du noch nicht mal raus manchmal, was soll ich sagen? Mhm. Nummer 2? Oder kennst du das, wenn du so nach unten drücken musst, die ganze Zeit nicht richtig abfuckst? Weißt du, was ich meine? Ja, ein bisschen runterdrücken, geht's ein bisschen auf. Saved. Aha, Nummer 4? Ich will jetzt nicht sagen, tut weh, aber ist auf jeden Fall unangenehm. Bei der letzten Nummer? Ist bei dir? Bruder, ich habe die Frage gestellt. Ja, aber du musst auch wissen, wie es sich anfühlt, oder? Ja, also bei mir kommt nichts raus. Ey, kann ich schon eine Frage stellen? Ich glaube, es war Nummer 5. Nummer 5, sag mal kurz was. Was denn? Okay, ich habe eine Frage an dich. Was ist, wenn man, also wenn du im Stehen pinkeln musst, was ist der Schalldämpfer auf dem Klo? Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Die Jungs wissen. Warte, was hast du gesagt? Schalldämpfer? Der Schalldämpfer, Bruder. Damit, nicht so laut damit ist, deine oder? Eltern nicht aufwachen oder was weiß ich, wer bei dir wohnt. Weißt du, was ich meine? Bruder, ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Ja, damit die nicht aufsteht dann. Und soll ich dir mal was sagen? Ja. Die zwingt mich, beim Pinkeln zu sitzen. Du sitzt jedes Mal. Bruder, ich schwöre, es spritzt immer irgendwas, wenn die das sieht. Die ist eine Fanatikerin. Alter, ich rede jetzt so meine Freundin schlecht. Digga, wenn die das sieht. Wenn die das sieht. Aber du musst doch... Ich muss sitzen. Auch egal, wenn du draußen pinkelst, pinkelst du auch im Sitzen? Bruder, ich bin 24-7. Ich bin 24-7 mit meiner Freundin. Das ist ja dreckig, dass du mich das fragst. warte, Nummer 3, stell nochmal die Frage. Nummer 2 jetzt. Pinkelst du zu Hause auch im Stehen, oder? Das ist dreckig, diese Frage, ich sag dir ehrlich. Weil, warum verwendest du gegen mich die Frage? Weil Mutter und so, Bruder, die. Also meine Mutter wird mich auf jeden Fall köpfen, Bruder, zu Hause, wenn ich stehe. Ja, meine auch. Deswegen verstehe ich von Nummer 5 so ein bisschen, okay, wenn der sagt, meine Freundin ist ein bisschen so und so. Aber Bruder, wenn du aber, ja? Du kannst ja nicht immer beim Stehen pissen. So. Ja, Bruder, aber du bist doch auch irgendwann mal bei Besuchern oder was? Oder setzt du dich immer hin? Sagen wir, du bist jetzt raus, du bist in der Shisha-Bar, was weiß ich was. Oder Shisha-Bar, auf jeden Fall im Stehen. So, sagen wir so. Und du musst leise sein. Was ist das Schalldämpfer, Bro? Weißt du es Nummer 5? Bruder, ich benutze keinen Schalldämpfer. Also mir ist das scheißegal, wenn ich draußen bin. Also so zu Hause muss ich sitzen und wenn ich draußen bin, ist mir scheißegal. Nummer 1, wie pissst du so draußen? Bruder, immer im Stehen. Weil stell dir mal vor, meines Club so oder irgendwo Shisha-Bar, warum gibt es diese Pissoirs? Soll ich auch die Frage beantworten, was Schalldämpfer ist? Bruder, bitte rette mich. Schalldämpfer ist einfach nicht genau, wo das Wasser ist, drauf, sondern ein bisschen weiter links, rechts. Einfach die Seite, Bruder, einfach die Seite. Ja. Dann ist ruhig. Fatal, das ist fatal, wirklich. Bruder, also ich sage euch ehrlich, meiner Meinung nach muss die auf jeden Fall unter einer Decke mit Jessica gewesen. Das war auf jeden Fall geplant. Ich sag dir ehrlich, das ist hardcore. Also auf jeden Fall die, die gegen mich gewählt haben oder gegen mich gestimmt haben und die Hände hochgemacht haben. Und ihr habt den Mann gebrochen. Ich sag euch ehrlich, ihr habt den Mann gebrochen. Aber auch zu der einen Frage mit den One-Night-Stands. Ich hab da natürlich, das war das Einzige, wo ich gelogen habe. Wir sind alle gute Jungs, wir machen sowas nicht. Und wie gesagt, es tut weh. Bruder, mir fehlen die Worte, Bruder. Ich sag dir ehrlich, ich kann. Mach die Kamera aus, Bruder. Scheiße. Ich kann euch wieder sagen: Nummer 2 habt ihr rausgewählt und Nummer 2 war nicht die Frau. Also die Frau ist immer noch unter euch. Nächste Runde, ich habe hier eine Frage parat. Und zwar, wir hatten schon das Thema One-Night-Stand, dann können wir ja super jetzt rüberschwingen zum Thema Bodycount. Jeder soll einfach mal sagen, was sein Bodycount ist. Angefangen bei Nummer 1. Ist auf jeden Fall unter 5, ne? Anständig bleiben, Jungs. Nicht zu viel. Auf die richtige warten. Nummer 2? Ich habe auf jeden Fall 2 Hände voll. Unter 10. Bruder, ich verrate das nicht. Digga, meine Freundin schaut zu. So, ich sehe, Alter, ich bekomme Anschiss zu Hause. Niemals. Nummer 4, du meinst, du hast eine Freundin, oder? Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? In Köln, da wo ich herkomme. Wie ist es zustande gekommen? Wie habt ihr euch angenähert? Bruder, Instagram. Wann hast du gemerkt, dass sie dir gefällt? Bruder, ehrlich, als ich mit der was hatte, war ich noch mit jemand anderem am Kennenlernen. Also, keine Ahnung. Ein paar Wochen oder so, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich bin schon 3 Jahre mit ihr zusammen. Also sagen wir, ihr habt letzte Woche ein Date gehabt in der Chaya. Heute trefft ihr euch mit den Jungs. Was besprecht ihr so untereinander, wenn ihr ein Date hattet mit den Jungs? Und kann Nummer 4 bitte anfangen?
Wenn ich mich heute mit dem Jungs treffen würde, ich würde den, kommt drauf an, wie das Date war. Ich würde ihm sagen, ja, entweder sie war geil oder sie war nicht geil. Ich weiß auch, was du hinaus willst. Wahrscheinlich die Frage, habt ihr miteinander geschlafen? Aber ich bin nicht so einer, der gerne allgemein redet. Ich sage einfach nur, war gut oder war nicht gut und mehr kommt da nicht. Ja, also wenn ich meinen Jungs erzählen sollte, wie es abgelaufen ist, dann natürlich auch nicht, ob es irgendwie zu irgendwas gekommen ist. Sagen wir mal jetzt Geschlechtsverkehr oder so. Ist das immer so die erste Frage, die gestellt wird? Safe. Es gibt ein Stechen zwischen Nummer 4 und Nummer 3. Ich würde es so machen, Nummer 1 und 2, ihr habt eine schnelle Frage, die ihr den beiden stellen könnt und dann wird nochmal gewählt. Nennt mir eine Formation von FIFA. 4-3-3 Offensiv. Bruder, ich spiele kein FIFA. Wie läuft es bei euch beim Friseur ab, wenn ihr zum Friseur geht? Wie läuft es ab zwischen dir und deinem Friseur? Habt ihr eine gute Bindung, Scheißbindung? mit meinem Alten hatte ich eine schlechte, weil er meine Frisur verkackt hat. Aber normalerweise hat man eine gute und man geht immer gerne zum selben. Setzt sich einfach hin und nach einer gewissen Zeit weiß er schon, wie er seine Haare schneiden soll. Oder meine Haare schneiden soll. Sagt einfach nur, wie immer, sag ich, jawohl. Und dann, also ich rede nicht viel mit ihm. Mein Friseur ist mein Bruder, also mein bester Freund, der Hakan. Ja, halt freundschaftlich. Ne? Also ich bin halt immer bei ihm, so manchmal auch privat zu Hause im Keller. Hi, mein Name ist Jessica. Und ich war der Mann, beziehungsweise die Frau. Ja, der eine oder andere von euch kennt mich vielleicht von Social Media unter Jessica DeLine. Ja, es war schwierig herauszufinden, weil ich Transgender bin und ich tatsächlich noch eine tiefe Stimme habe. Was hast du dir gedacht gehabt, zum Beispiel bei der Schalldämpferfrage? Was ging dir da im Kopf durch? Also ich konnte es mir schon so fast denken, was sie halt damit meinen. Ich war halt kurz davor zu sagen, okay, vielleicht Klopapier. Damit man das halt einfach nicht hört, beziehungsweise damit das nicht so platscht ans Wasser. Ja, aber ich war schon so low-key überfordert und Gott sei Dank hat meine Freundin mich gerettet, indem ich ja eh im Sitzen pinkel. Die Leute, die jetzt drin sind, ihr denkt, dass ihr jetzt unter Männer seid, oder? Ihr könnt eure Augenbinden abnehmen und mal um euch rumgucken, ob noch die Frau da ist oder nicht. Yeah. Okay, also du hast die Frau schon gerochen. Ach so, okay, okay. Und was waren so Indizien dafür, dass du gesagt hast, okay, das ist zu 100% die Frau? Bruder, man hört doch zu, mach allein die Stimme. Es waren Fragen dabei, da habe ich mir gedacht. Ich war so enttäuscht, gell, als Nummer 2 rausgeflogen ist. Ich dachte mir, Jungs, wo bleibt eure Männlichkeit so? Weil Schalldämpferfrage, Bruder, das muss doch jeder wissen. Also ich bin eigentlich der Feritan und nicht der Musti. Mein Bruder Ali tut mir auf jeden Fall sehr leid, dass wir den rausgewählt haben. Aber man muss auch sagen, der Bruder hat gesagt, der ist jeden Tag fresh so. Er ist jeden Tag fresh, oder das habe ich noch nie gehört. Und diese Schalldämpfer, oder ich habe viel mit vielen Jungs zu tun, noch nie Schalldämpfer gehört. Die Jessica, die hat uns auf jeden Fall ein bisschen rangenommen, sage ich mal, weil die hat so eine männliche Stimme gehabt. So ein bisschen männlich, ich dachte mir, okay, vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Deswegen wollte ich nicht direkt auf die gehen. Den ersten haben wir herausgewotet, der hat ein bisschen zu wenig gesagt, deswegen habe ich gedacht, den schon mal weg. Und dann kam mein Bruder Ali. Ich hätte niemals gedacht, Bruder, dass der jeden Tag fresh ist, auf jeden Fall. So. Also würdest du jetzt sagen, Ali ist in deinem Sinne jetzt kein Mann so, weil du ihn jetzt rausgevotet hast? Bruder, also ich habe mir ihn viel männlicher vorgestellt, so jeden Tag fresh sein und so. Schalldämpfer, Bruder, Schalldämpfer könnte von Frau kommen. So einfach nur übelst auffällig mit seinem Schalldämpfer, das ist so eine 1A-Katalogfrage, die hätte ich mir auch ausgesucht. Und dass er darauf so beharrt, die ganze Zeit Schalldämpfer, Schalldämpfer, Schalldämpfer. Das war einfach too much in meinen Augen, da hat meine Stimme bekommen. Wann hast du gedacht gehabt, dass Jessica die Frau ist? Danach, ab Runde 3, aber es war gar nicht so auffällig, sondern einfach irgendwie mein Bauchgefühl. So die Antworten, die waren gar nicht mal so schlimm, aber irgendwie so ein bisschen ausweichend war alles so. Die konnten nie so klar was sagen und dann habe ich einfach, okay, 1 und 2 sind es nicht, dann Ausschlussverfahren Nummer 4. In den ersten beiden Runden hast du erstmal David rausgewählt, unser Bruder Ali, der etwas gebrochen ist. Warum hast du ihn rausgewählt? Was war falsch an seinen Antworten? Er hat sich einfach gegeben. So hätte ich mich auch, wenn ich die Frau gewesen wäre, hätte ich genau die gleichen Fragen gestellt wie er und hätte auch genauso geantwortet. Und ich hätte es auch, zum Beispiel, wenn ich eine Frage, oder ich habe eine Frage gestellt und wenn jemand nicht direkt antwortet, dann ist es so. Aber so die ganze Zeit, antworte mal, also das macht man als richtiger Mann nicht. Sagen wir so, hat er sich selbst ins eigene Fleisch geschnitten. Okay, also du sagst, Ali ist auch in deinem Sinne kein richtiger Mann, oder was sollte die Aussage? Das hast du jetzt gesagt.
Wir sind jetzt am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und diesen Channel kostenlos abonnieren. Was auch sehr wichtig ist, wenn ihr teilnehmen wollt an so einer Folge von Hau ihn raus, gerne den Google-Formular ausfüllen und mein Management wird sich bei euch dann melden, wenn wir eine passende Folge für euch haben. Deswegen in diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Grabo! Ich hab euch alle ganz, ganz, ganz so lieb, falls irgendjemand von meiner Community zuschaut, meine Lines. Ich hab euch ganz so lieb und gebt einen Daumen nach oben, drückt aufs Abonnieren und ja, addet uns mal alle auf Instagram, würde ich sagen, ne?